So, damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Need for Speed Most Wanted. Ja, also es wird heute nicht, also am Sonntag kein Video kommen, weil es sonst zu lange ziehen würde, also der Upload. Und naja. Daher beschwert euch nicht, wirklich, ich habe ja gesagt, ich kann es ja nicht garantieren, dass ich täglich immer ein Video rausbringe. Und naja, heute werden wir uns nicht gleich mit einem Most Wanted Gegner ansehen, sondern einfach die Rennen fahren. Und zwar gleich das hier. Diesmal fahren wir dahin. Einfach nur, wenn wir es können. Ich fahre einfach mal kurz hier lang. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Naja, wer hätte das sonst? Und, naja, als ich meine letzte Folge, also Nummer 5, als ich die letzte Folge dann so angesehen habe, ist mir aufgefallen, dass ich einfach viel zu leise war. Also man mich fast kaum gehört hat, vernünftig. Und dann würde ich jetzt erstmal versuchen, so allein, also nicht allein, einfach mal mich lauter zu stellen. Erstmal schön alles abrollen, haben wir sonst kein Problem. Also das ist nämlich echt ein bisschen witzig. Er sagt, sie sollen da links lang, und jetzt sagt, sie sollen hier geradeaus. Ich sag dazu einfach nichts. Weil wir so viel abgeräumt haben, durch eine Tankstelle. Und Gas geben. So kann man sich zum Staatsfeind machen. Und so, meine lieben Freunde, kann man sterben. Das macht keiner nach. In echt Leben nicht. Im Spiel kannst du es so oft machen, wie du lustig bist. Ah, Verblendung. Was ihr denn sagen wollt. Ich kann nämlich nicht wirklich viel dazu sagen. Also ich werde jetzt möglichst versuchen, viel Videos rauszuhauen. Möglichst viel, also so gut wie ich kann. Man kann mich also jetzt gar nicht voll. Heute ist kein Video rausgekommen. Ich kann halt nicht immer da sein. Das will ich auch machen. Weil ich kenne wirklich keinen YouTuber, der immer Zeit hat, Videos zu machen. Es gibt doch mal Tage, an denen er entweder gar keine Zeit hat, oder, naja, er ist halt krank. Und jetzt die Reifen schön durchrennen lassen. Und dann beginnt auch schon das Rennen. Rennreifen und Leichtbauchassis, willkommen, wenn ich mich vernünftig anstelle. Chain Reaction, war es nicht eine Verfolgungsjagd? Oder was war das? Ich weiß nicht. Einfach zusehen. Ich glaube, das ist jetzt drin. Ah, ja. Aber Chain Reaction hatten wir, glaube ich, schon mal als Rennen so. Jetzt haben wir die Bestätigung dazu. Und Gas, Gas, Gas. So,
können ja schließlich auch die ganzen Gegner take down, wie wir lustig sind. Stört eh keinen. Nicht wirklich. Ach Gott. Und los geht's. Also wie gesagt, mir fallen im Moment so spontan keine richtigen Themen ein. Ich bin da einfach so spontan. Deswegen habe ich ein paar Themen zurechtgelegt, so wie Bonk es macht. Also bitte nicht wundern, wenn ich halt nicht so wirklich der gesprächige Typ hier bin. In manchen Videos habe ich einfach viel zu labern, weil mir einfach so viel mit einem einfällt. In manchen Videos halt nicht. Das ist halt unterschiedlich. Wir sind schon mal dritt. Naja, zweiter kriegen wir Rennreifen. Was passiert, wenn man die Hand an ihn drückt? Einmal zu doll. Ich habe nämlich die Kurve ein bisschen falsch eingeschätzt. Bin jetzt auf die Handbremse gegangen. Naja, war wohl doch so eine schlechte Entscheidung. Stand. Ach Mist. Mal neu starten. Zuschlagende Zeit 2 Minuten 5. Überspringen und Gas. Nochmal, weil ich so scheiße gefahren bin. Ich werde nochmal gucken, das Video möglichst schnell hochzuladen. Wie gesagt, möglichst. Ich kann es nicht garantieren, dass es schnell oben ist. Möglichst früh oben. Geblendet worden. Mit hoch, mit hoch, mit hoch. Boah, die legen hier echt die ganze Stadt auseinander. Dagegen bin ich echt ein Scheiß. So, rumgedriftet. Und außen überholt. Das krieg ich auch nicht hier hin. Das geht also was für den Befehlen schon da. Eine so eine scheiß Kante und schon bist du weg vom Fenster. Also wie so eine Mini-Kante. Ja, du merkst gerade, ich bin nicht so wirklich gespräch, weil ich mich aufs Rennen konzentriere. Gesagt. Was für ein Team ist so schön drin? Wenn der Wagen einfach mal zu driftig ist. Ich verlasse einfach jetzt dieses Event, das mir jetzt neues Most Wanted an den Weg war. Das ist mir egal. Ah ja,
fahren wir aber kurz hier durch. Aber was wir in dieser Folge. Wir können ja mal ein neues Wagen nehmen. Neuen Wagen, neues Wagen. Wann ist das für ein Deutsch? S-Mod V12, Audi 8 GT Spider. PS. Sehr. Das Paar. Fassen wir es mal mit einem Bentley. Wenn wir jetzt ein Bentley fahren, dann versuchen wir die Most Wanted Fahrer. Ich muss immer wieder an Blacklist denken. Pumping Iron. Was ist denn das? Sprintrennen. Sprintrennen? Hinterhalt. Oder Hand. Was bringt's? Komm schon. Langes Getriebe und verstärktes Chassis. Dann machen wir es hier lieber mit. Vorleger Motor gefällt mir. Wand gefällt mir nicht. Das Navi führt mich mal wieder. Ich sag, ich soll da lang fahren, soll ich wieder hier lang fahren? Was ist eigentlich? Naja, also wird diese Folge auch nicht wirklich so die unterhaltsamste, wie man sie ja so vorstellt. Kein Schaden an dem Motorrad, doch. Und schon wieder verfehlt. Ich werde dieses Rennen jetzt fahren, dann ist erstmal Pause. Für mich. Oder auch für euch. Oder was weiß ich für wen. Schön die Seite gestriffen. Also ich finde es irgendwie jetzt noch erstaunlich, dass der Wagen einfach mal null Schaden hat. Trotz dessen, dass ich schon Auto gekrampt habe, Mauer gestriffen. Was weiß ich noch alles. Ich mach keine Liste drüber. Nochmal. Alle sind drei, wie wir ja wissen. Jetzt hat das schon gereicht. Also ich ein bisschen mies finde, also hier wird nicht angezeigt, wie lange es noch bis dahin dauert. Durch die Tankstelle für die neue Lackierung. Gas geben. Also der Audi gerade eben ist mal richtig schön schnell hier rumgefahren. Und dann werde ich noch als Rase deklariert. Na gut, wir sind ja auch hier. Ich bin ja schließlich hier Raser. Aber der ist natürlich keiner. Obwohl er schon übermäßig viel Tempo ankommt. Ist halt nicht für Speed Logik. Und Audi gestriffen. Einfach nur weil wir es können. Hey! Da ist sie. Neben dem Ford Raptor. Pumping Iron, Nitro-Einnahmen, Geländereifen. Und diese Intros sind immer noch die geilsten. Jetzt sind wir schon mal hier mal ein Dritter. Ist so schon mal anfangs.
Jetzt müssen wir keine Unfälle bauen. Die sind schon durch den ersten Platz in der rechten Bahn. Zentral, ich verliere den Kerl. Er versucht uns loszuwerden, hat die Straße verlassen. Ich folge einfach nur dem da vorne. Zentrale, meine Einheit wurde ausgeschaltet. Eine Einheit. Wenn der selber war, dann Glückwunsch, dass du es gerade überlebt hast. Ja, ich bin noch Level auf 1, das ist also die Standard. Ziel. Yes. Und mein Controller vibriert, als gäbe es keinen Morgen mehr. Nein. Und ja. So. Stellen wir uns mal was hin. Im Gegenverkehr. Ach, ja. Wir haben ja noch eine Verfolgung. Fahrzeuge flüchten einzeln. C4 sind allein. Ich wette, es gibt gleich einen Unfall. Oh, zumindest ein Auto. Eieiei. Hat auch sonst kein Problem, um das Auto zu zerlegen. Gas. Schnell weg hier, bevor die ganze Stadt zu nehmen. Oder das ganze Haus und schon abspielen. Ich frage mich, wie die es immer noch hinkriegen, hier zu folgen. Genau wissen, wo ich lang gefahren bin. Schön war das. Dass ich noch keinen Unfall hatte, ist mir gut. Geht an alle, aktualisierte Beschreibung. Dank dieser Verfolgung wird die Folge jetzt erstmal richtig schön ausfallen. Der hat mich einfach mal so. Fand ich für 3. Schön. Kontakt zum Verdächtigen verloren. Setzer an letzter Position fort. Zentrale habe den Verdächtigen verloren. Könnt ihr eine Beschreibung an alle senden und eine Rastersuche einleiten? Verstanden. Verdächtiger ist Verfolgung entkommen. Einheit mit Sektorsuche beginnen. Oh nee. Alle brauchen einen Perimeter und eine Rastersuche. Hier ist er, ich bin an ihm. Das kann echt witzig werden. Zentrale, fahr auswärts. C4. Achtung, er hat mich abgehängt. Ich brauche einen Perimeter. Alle Einheiten, Verdächtiger ist im Perimeter auf freiem Fuß. Standardsuche einleiten, over. Zentrale, fahren Einheiten in die letzte Richtung, brauchen Info, ob der Verdächtige von uns weggeht, auf uns zufährt, over. Alle Sucheinheiten, weitere Perimeter-Einheiten sind vor Ort, over. Oh, ist das echt so ein scheiß Fluch. Verfolgung entkommen. Verdächtiger ist weg, Streife, die ist fortsetzen. Zentrale checkt alle Werkstätten und Ersatzteile. Er muss seinen Wagen garantiert reparieren. So, fahren wir mal auf die Straße hier rein. So. Dann würde ich mal sagen, war's das mit dieser Folge. Und
Wenn euch dieses Video halt trotz dessen, dass ich nicht so gesprächig war, gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch hin. Könnt. Das, darauf liegt die Betonung. Und ansonsten konstruktive Kritik in den Kommentaren. Wäre natürlich auch gut, um zu sehen, was euch gefällt, was nicht. Und ansonsten war's das für diese Folge. Bis denne. Ciao.